Hallo und herzlich willkommen bei Amnesia The Dark Descent. Wir haben hier wieder angefangen, wo wir beim letzten Mal angefangen haben und auch beim letzten Mal aufgehört haben. Und ich wieder keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Aber das ist egal, ich laufe einfach mal hier durch die dunklen Gänge, weil ich habe ja... Ich laufe einfach mal hier durch die dunklen Gänge, weil ich habe ja sonst nichts zu tun und, fuck, Mann. Ich höre ein unangenehmes Geräusch. Und ich höre Klavier spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Ich habe mal den Sound wieder ein bisschen höher gedreht. Puh. Alter, das werden immer mehr Geräusche. Also ich höre jemanden stöhnen und Klavier spielen und... Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch weiter aufnehme. Anscheinend tue ich das. Keine Ahnung, was passiert ist. Doch, mein Java hat gesagt, ey, ich will Update. Und ich habe jetzt gesagt, nein. Du Arschgesicht. Ey, hier waren wir auch schon drin, ne? Ja. Ich glaube, wir müssen einfach noch wieder gehen. Wir haben nämlich den komischen Schlüssel gefunden. Für den Weinkeller. Und wollen jetzt einfach nur hier raus. Die Wüstendünen waren wie Wellen auf ruhiger See. Immer wenn die Karawane weiterzog, schien die Landschaft stillzustehen. Im Lager jedoch bewegten sich die Hügel. Was? Warum? Warum? Warum ist uns so Angst und Bange? Und warum kommt da so Zeug? Muss ich da jetzt vorbeilaufen? Oh Gott, hier kommt F. Ah! Ach du Scheiße! Du blödes Kackarschgesicht! Feuerfick-Lilly-Klick. Darf ich da jetzt nicht durch, oder wie? Was soll das? Ah, du... Okay. Ich bin jetzt 20 Jahre älter. So bin ich 37. Nach dem Witz werde ich immer wieder bringen. Okay, ich glaube, ich möchte trotzdem da runter, weil du nämlich mir das verbietest, indem du mir wehtust. Zwingst du mich geradezu, darunter zu wollen? Oh, guck mal da. Nimm es. Oh mein Gott. Das sieht aus wie... Das sieht aus wie... Ich meine, das sieht aus wie... Ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Sieht einfach nur eklig aus. Ja, ich hoffe, ich schaffe es, den Schrei nachher ein bisschen runter zu regeln. Weil da ist einfach jemand in mein Zimmer gekommen und hat in mein Mikro geschrien. Ich weiß auch nicht, warum. Oh Mann. Okay, wir haben jetzt noch ziemlich viele Optionen. Einmal haben wir den Schlüssel für den Weinkeller. Zum anderen, ich glaub's, da ging es in die Archive. Sicher bin ich mir aber nicht. Können wir sprinten? Ja, können wir. Wir gehen jetzt einfach mal hier in die... Ah, die Raffinerie, genau, das war's. Mhm. Ach, da dürfen wir auch nicht lang, weil... ist das richtig? Ein Tagebucheintrag. Sie ist widerstandsfähig und biegsam. Sie kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Wer ist denn sie? Warum sie? Ist es ein Mädchen? Bist du ein Mädchen? Okay, wir schauen mal in unser Memento-Memento-Momo-Reel. Bezüglich der Schließung des Weinkellers. Ach so, ja, nee, das will ich nicht. Zurück. Mementos? Eine Art organisches Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann es aufgelöst werden? Finde den Schlüssel zu meinem Keller. Den haben wir gefunden. Also bewegen wir uns nun... Wie geht's uns denn? In den Weinkeller. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Aber körperlich geht's uns immerhin gut. Okay. Naja, dann gehe ich mal hier weg. Oh Gott, ich glaube, das Spiel wird immer gruseliger. Kann das sein? Kann das sein? Okay, wo war jetzt der Weinkeller? Links oder rechts? Ich glaube... Hä? Rechts? Ich dachte, links geht's bergab. Labor? Das war im Labor? Waren wir im Labor? Kommen wir vom Labor? Ach. Wir gehen einfach mal ins Labor. Wir sind fertig, sagte der Mann. Das Grab war freigelegt. Tin Hinan erwartete uns. Und grinste als zahnloser Arbeiter oder irgendwie so. Ah, nein, ich glaube, wir waren hier noch nicht.
Was ist das? Ah, ja. Ja. Ja, ist ja gut. Du hast gewonnen. Ich mach's Licht an. Oh Gott. Oh Gott. Ist das doch der Weinkeller? Nein, das ist Labor. Warum Labor? Das ist kein Labor. Das ist... Ich weiß es nicht. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Erschreck mich doch nicht so. Kleines Kackarschgesicht. Guck mal, hier ist Licht an. Hier brauchen wir eine Laterne nicht. Oder? Vielleicht brauchen wir sie doch. Was passiert, wenn ich da hingehe? Aha, was passiert hier? Steine. Nein, ich habe kein... Ich habe echt kein Lampenöl mehr. Quatsch. Ich habe das doch ganz kurz nur an... Okay, ich sollte mir Zunderbüchsen benutzen. Scheißdreck. Oh, scheiße, 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 scheiße. Sag ich scheiße? Nein, ich sag nicht scheiße. Ich meine scheiße. Und ich sag scheiße. Kann ich das... Knistert und knuspert wieder und uns geht's, glaube ich, gar nicht gut. Ich würde ja auch gerne eine Lichtquelle anmachen. Kann ich aber nicht, weil hier gibt's keine. Hier gibt's verdammt nochmal keine. Warum gehe ich in den Keller? Warum gehe ich hier überhaupt hin? Warum mache ich das alles? Warum kriege ich nicht einfach irgendwo unter oder versuche durchs Fenster zu entkommen? Ja, hier, mach Licht an. Bedenklich schlecht. Oh, falsche Taste. Geist. Das ist gut, das ist gut. Ja, das ist gut. Okay, wir sind im... Was wackelt denn da so? Das wackelt doch. Guckt euch das mal an. Da. Wackel, wackel, wackel. Oh Mann. Ach, wir zittern. Wir wackeln. Ich verstehe. Oh, ich will das nicht, ich will das nicht. Geht's uns immer noch so schlecht? Nee, der Kopf dröhnt nur. Okay. Go, go, Daniel. Go, go. Oh Gott. Was ja gar nicht geht, sind Kinder in so einem Spiel. Wenn irgendwelches Kindergeschrei oder so da ist, das ist... Das macht mich irre. Ja, ich weiß, ich will das doch nur aufmachen. Uns geht's fürchterlich, Daniel. Ich weiß es doch. Mir geht's doch nicht besser. Gut, die Verstecke hier sind immer die gleichen, deswegen... Geh ins Licht. Oh nein, geh nicht ins Licht. Was? Was, warum? Ist da was? Darf ich das Licht anmachen? Was denn? Hör doch mal auf damit. Ja, ich bin auch gerade ein bisschen sprachlos. Regnet es hier oder ist das der Schweiß, der von unserer Stirn tropft? Alter, Freundchen, hör mal auf, mir so ins Ohr zu säuseln. Oh, ein Zettel. Yay. Was? Oh Gott. Hier, nimm mal einen Schluck. Davon. Ich höre doch da was. Ich will den Zettel nicht lesen. Oh Gott, doch, ich will den Zettel lesen. Natürlich wollen wir den Zettel lesen. Umlagerung der Chemikalien. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe meiner Experimente hat sich auf meine gelagerten Ingredienzien ausgewirkt. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Na klar, der Weinkeller. Gott. Oh, Lampenöl, Lampenöl, Lampenöl. Wollen wir da runter gucken? Wollen wir da wirklich rauf? Okay, da spiegelt sich es einfach nur. Aha, ich bin draufgelaufen. Hehehe. Ich mache das auch bei U-Bahn-Schächten und sowas. Ich umgehe diese Gitter immer sehr gerne. Ich mag die nämlich nicht. Hey, neue Bücher. Cool. Alter, wir zittern wie Espenlaub. Oh nein. Was denn, was denn?
There should be more coop rats. Let me see, let me see. And one part aquafortis. Ein bisschen Scheidenwasser? Was? Scheidewasser? Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Okay. Geh kaputt. Boah, die sind voll unbreakable. Okay, ein bisschen mehr Kupit und Scheidewasser muss auch hinein. Bück dich. Bück dich, du Luder. Steh wieder auf. Oh, hier ist das Kupit. Chemietopf. Ich glaube, uns ist kalt. Wir zittern auch ganz fürchterlich. Mach an. Ich ignoriere jetzt einfach die Schritte. Sind Schritte? Ich höre keine Schritte. Hört ihr Schritte? Nein. Geh weg, du Stuhl. Oh, ein... Jetzt mach's gleich... Oh, oh Gott. Ah. Was? Eines Tages werde ich zurückkehren. Wenn es nicht für... Was? Wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste, wäre ich nicht in der Lage, weiterzumachen. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir. Solange ich noch an dich denken und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser bin als andere. Ich weine um sie. Sie streben nach grenzenloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit und einer sicheren Rückkehr sehne. Ja, aber nimm es doch. Ach so, wir dürfen das nicht nehmen. Wir dürfen es nur lesen. Was auch immer wieder lesen. Hey, kann man das da auch aufmachen? Das da? Nee, kann man nicht. Man kann nur Schritte hören. Früheres Alchemie-Experiment? Das ist mein Vater. Das ist mein erster Versuch. Wie komme ich jetzt auf Vater? Ich bin schon ganz durcheinander im Kopf. Ich habe auch nur 3 Punkte im Kopf. Okay, das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenzen zu gewinnen. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zinkerz und Opiment müssen hinzugefügt werden. Und Kuprit... Wisst ihr was? Ich schreibe mir das jetzt auf. Damit ich nachher... Also Zinkerz. Ich habe hier nämlich so einen Zettel. Zinkerz. Der liegt hier schon, weil das meine To-Do-Liste ist. Und davon habe ich schon die Hälfte abgehakt. Cool, oder? Okay, also Zinkerz. Orpiment. Orpiment. Vielleicht brauchen wir es ja nachher. Kuprit. Kuprit. Kennt das Zeug irgendwer? Also Zinkerz kenne ich ja auch noch. Zink ist gut für hier Haut und so, ne? Grundheilung. Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Scheidewasser verwenden. Aha, also... Königswasser. Königswasser. Doch kein Scheidewasser. Und hoffe, dass es eine gleichmäßigere Lösung ergibt. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist im hohen Grade säurehaltig. Scheiße, kann ich erst wieder durchstreichen. Und ist praktisch für nichts zu verwenden. Außer vielleicht als Reinigungsmittel. So ist Meister Propper entstanden. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der ich weiß schon, was wir damit machen. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung... Alchemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden werde. Ich trinke mal hier einen Schluck... Ah, Tee. Ich habe nämlich voll den leckeren Brombeer... Grapefruit-Minze-Tee entdeckt. Der ist super. So, können wir jetzt bitte hier diese Fackel mitnehmen? Das wäre sehr freundlich. Dann kann ich. Schade. Okay, also wir gehen jetzt wieder hoch. Oder können wir hier irgendwie Kuprit und... Okay, pass auf. Pass auf. Das machen wir jetzt so. Wie kann man denn da was hinstellen? Geht das irgendwie? So? Gegenstand, schade. Ich dachte, wir könnten das da hinstellen. Weil das da rauskommt, oder? Das kommt doch da raus. Nee,
Was haben wir denn noch? Was ist das denn? Laterne aus. Ich drehe dann jetzt einfach mal hier an den Dingen. Ja, ja, ist ja gut. Achso, wir brauchen erst die Chemikalien. Ja, das klingt natürlich logisch. Alter, hör auf zu schreien. Ich mach dich kaputt. Was ist das hier? Delirium Applicatium de Ronskicum. Mach's da rein. Na gut, dann drehe ich jetzt hier mal vier verschiedene hinein. Aha, X. Ja. Vielleicht steht es ja hier irgendwo drin rum. Na, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht müssen wir auch erstmal durch das gesamte Schlossburg-Ding rennen, um das Zeug zu finden. Na gut. Ich gucke nochmal hier. Vielleicht haben wir ja was übersehen. Das wäre natürlich sehr uncool. Aber die meisten Sachen leuchten ja irgendwie blau, die man verwenden kann, oder? War das nicht so? Alter, hör auf, da immer rumzulaufen. Du machst mich nervös. Du machst Mami. Mami? Nervös? Oh Gott. Okay. Lauf, 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 rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Lauf doch mal schneller. So. Möchte ich bitte in den Weinkeller, weil er hat ja gesagt, die Chemikalien lagern im Weinkeller. Oh, der Sand gab unter seinen schwachen Körper nach, als er vom Kamelrücken fiel. Er fühlte, wie der Wind sanft über sein Gesicht und über seine trockenen Lippen blies. Was passiert jetzt wieder? Was passiert jetzt wieder? Organische Dinge? Irgendwelche uncoolen Sachen? Irgendwelche uncoolen Sachen? Da, ich sag doch, da geht's... What the fuck? Da ging's doch vorhin nicht runter. Das ist doch ein Witz, oder? Hey Leute, das habt ihr doch auch gesehen. Ich muss gleich in der Aufnahme nachgucken. Da ging's doch nicht. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Ja, und bevor ich jetzt endgültig verrückt werde, würde ich sagen, mache ich mal eine Aufnahmepause. Nee, wir gucken mal noch, ob es da jetzt in den Wine Cellar geht. Hallo. Wine Cellar. Okay, und dann machen wir beim nächsten Mal weiter, meine Lieben. Oh Gott. Also, bis zum Weinkeller. Tschüss.